Ja, hallihallo, hier ist Rosemarie Engel und ich habe ja schon öfter festgestellt, dass wir vollkommen verlernt haben, wie das mit der Bienchen- und Blümchen funktioniert. Hört sich jetzt bescheuert an, aber hier, ich habe hier einen Strauß geschenkt gekriegt, weil eine Nachbarin in Urlaub gefahren ist und sie das einfach schade war, fand, jetzt wegzuschmeißen. Natürlich in die braune Tonne. Dadurch habe ich jetzt diesen Strauß bekommen und ich denke mal, ich brauche euch nicht zu zeigen, wie man den kürzt, aber ich habe ihn jetzt draußen hingestellt, damit die Bienen daran gehen können und hier im Prinzip diesen Blütenstaub, der hier jetzt schon auf der anderen Blume total verteilt ist, zu verteilen, aber halt so, dass die Blüte bestäubt ist, damit dann hier unten, dann da, dann also hier im Prinzip ist wahrscheinlich der Samen drin hier in dem Bereich. Und damit da dann halt Samen entstehen kann, muss der natürlich erstmal bestäubt werden. Und ja, ich finde das jetzt auch total schön, so auf der Fensterbank. Ich kann, ich weiß ziemlich viele Dinge, aber ich habe jetzt total daneben geschüttet hier, wo ich das Wasser da reingefüllt habe in diesen Blumenvase, weil die hat viel mehr Wasser aufgenommen, wie jetzt die in denen die drinne war, die Blume. Ja, und eine Fliege ist jetzt schon gekommen, um halt diese Blume zu be suchen. Ja, hier ist ja der Kelch, ne? Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da eigentlich, ich glaube, so müsste es sein, um bestäubt zu werden, damit, weil da kann natürlich die Biene besser bestäubt werden. Also ja, die Biene muss ja erstmal Blütenstaub abbekommen, damit es verteilen kann. Ja, es wäre sehr schön, wenn ich ein paar Samen von dieser wundervollen Blume kriegen würde. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal rausgestellt. Und ich hoffe, es ist noch nicht zu spät und zu kalt, dass vielleicht doch mal noch mal irgendwie eine Brummbrummsel kommt. Okay, macht's gut, bis dann, ciao.